zurück zu Part 2 unserer Tour von Mailand nach Aalborg. Wir haben unsere kleine Kaffeepause beendet. Wir sind immer noch zu dritt unterwegs. Hinter mir der Headhunter Chris, der anscheinend Jo, gerade hi. AFK ist. Ach so, da ist er Nein. noch. Gut. Hat er mit Absicht gemacht. So, und dahinter haben wir den Varuna. Jo, servus. Ja, mein So. Kaffee steht auf dem Armaturenbrett, ja. Es kann sein, dass der ein bisschen klimpert manchmal noch. Also weißt du Bescheid, musst du langsam fahren, nicht, dass du dir das heiße Gebräu über den Schoß kippst. Nein, hab einen Becherhalter. So, dann schmeißen wir den Ganja mal an. Dann Oh. brechen wir mal auf. Fernsicht. Ich hänge über der Autobahn mit meiner Kamera. Dann muss ich meine Spiegel noch wieder anmachen hier, damit ich mal was sehe. So, los geht's. Nicht hinten reinfahren. Ich gebe Gas, ich gebe Gas. So, letztes Mal hatten wir noch überlegt, ob wir schon durch den Brenner, über die Brennerautobahn gefahren sind. Ich glaube, das war es ja noch nicht. Guck mal, hier ist erst die Grenze. Ja. Wie gesagt, also ich persönlich, ich weiß noch nicht mal genau, wo die liegt. Weil es halt bloß, wenn man nach Italien will, muss man darüber. So, für 85 ist diese Kurve ziemlich heftig. Ich habe ein bisschen Ah, auf jeden runtergebremst. Fall. Oh. Das Ja. war schon leicht mit Schräglage gerade. Ich hab's da gerade so noch gekriegt, ey. Ich bin auch runter. Ich habe vorne gesehen, dass bei Headhunter das so übelst war. Da dachte ich mir, das mache ich nicht. Hab mal auf 70 reduziert. Hier vorne kommt eh gleich wieder eine Mautstelle. Schon wieder. Ja. Ja. Habt ihr am Lenkrad einen Retarder? Ich habe gerade sowas gehört. Nee. Ich habe meinen auf dem Mausrad. Ah, Meiner okay. ist auch auf dem Mausrad. Das Rattern, was du hörst, das könnte beim Motor sein vom Lenkrad. Und das Ford Force Feedback, das ist halt sehr kraftvoll. Ich hatte mir damals auch überlegt, welches Lenkrad ich mir holen soll. Oder was für eins. Aber ich kam nicht, konnte mich nicht zu einer Entscheidung durchringen. Also ich hatte ja die Option, ich wollte mir entweder das Logitech Dragonforce GT 9, nee, das Dragonforce habe ich mir gekauft und das G29 wollte ich gern haben. Aber preislich ist da ein himmelweiter Unterschied und da ich nicht so oft mit Lenkrad spiele, habe ich mich dann fürs Dragonforce GT entschieden. Was eigentlich alles kann. Was das G29 auch kann, nur halt, dass ich keine Kupplung und keine manuelle Schaltung habe, ne? Aber da kann ich auch getrost drauf verzichten. Bin ja immer noch damit am Ammel Ah, das ist mir aber zu teuer, ne? Also für ETS nur. Oh, ich spiele ja so auch ganz gerne Rennspiele. Sei es Project Cars, das macht damit dann bestimmt auch richtig Fun. Ja, logisch, mit Warum? Sicherheit. Mein Navi zeigt mir geradeaus an. Ja, da ich habe doch die Route quasi neu gelegt. Ja, Chris, machst du denn mal eine Warnung, wenn eine Abfahrt kommt? So. Ich dachte, ihr hattet das auch gemacht, daher habe ich das. Nö, ich fahre quasi blind. Ich fahre keine Ahnung, was mein Navi mir sagt. Ich fahre Du dem. bist noch hinter uns, ja? Ja, ich fahre dem ersten hinterher. Bin nur Headhunter fast reingerauscht. Ich sag einfach an, wann es abgeht und dann. Ja, das wäre nett. Schon wieder eine Maut, oder? Gleich. In Tankstelle. Also zur kleinen Info, wir fahren jetzt auf Wunsch über Rostock. Okay. Aber erstmal über Innsbruck, München, oder? Das dürfte sich, glaube ich, nicht verändert haben. Ich würde jetzt ja gerne auf die Karte gucken, aber. Dazu musst du anhalten. Also Innsbruck ist gerade links, da sind wir gerade vorbeigefahren. Ah, Innsbruck die. haben wir schon mal verpasst, auf jeden Fall. Dann wäre das geradeaus gewesen wahrscheinlich. Genau. Deshalb wollte mein Navi dahin.
Ein Teufelskreis. Ein Teufelskreis. Kann ja mal ein bisschen Augen offen halten, muss ich ab und zu mal durch mein Navi schalten. Falscher Knopf. Oder Schilder angucken. Oder die Schilder angucken, genau. Dafür sind sie da. Habt ihr vor, sowas häufiger aufzunehmen? Ich weiß gar nicht, Headhunter Chris, ob du überhaupt aufnimmst? Nee, ich nehme nicht auf, ich fahre bloß mit. Ja. Quasi nicht nur hier in-game mein Arbeitskollege, mein Firmenkollege, sondern auch im echten Leben mein Arbeitskollege. Ah ja, okay. Ja, und dann hat sich das halt so ergeben, da zusammenfahren. Oh, schönes Schlösschen da oben. Habe ich auch im Augenwinkel gesehen. Nein. Ich hab mich gerade sogar nochmal umgedreht. Du guckst nach links und rechts. Ich guck auch mal rüber. Oh ja, doch, er hat dann fahre ich aber etwas Schlangenlinie. Erkennbar an meinen Schlenkern, wenn ich nach außen gucke. München, fahren Sie geradeaus. Salzburg. Salzburger Land. Wir biegen ja auf die linke Spur, ne? Machen wir. Geht nur eine? Ja. Das ist so ärgerlich in dem Spiel, ey. Dann cover ich mal. Ja, manchmal schon. Aber sonst wäre es halt alles nur geradeaus fahren. Irgendwie. Ja, aber ich sag, es gibt, glaube ich, keine Autobahn, die bei einer Ausfahrt einspurig wird, oder? Nee. Obwohl, wir hatten bei den letzten zwei Parts, wo wir von England nach Italien runter sind, wo wir da schön durch Frankreich, da hatten wir fast nur Landstraße, hat auch echt Spaß gemacht. Auf diesen einen kleinen Schockmoment, wo mir das Herz aufgegangen ist. Wo dir einer reingekracht ist. Aber alles gut gegangen. Dank meiner blitzschnellen Reaktion. Und ihr glaubt es nicht, ich habe immer noch 0% Schaden. Ja, Wahnsinn. Du hast auch gute Reifen drauf wahrscheinlich. Ja, ja. Also ich bin mittlerweile bei 12 und meine Reifen sind zur Hälfte rot im LKW. Meine das Reifen sind sogar das Gleiche. In Wagenfarbe lackiert. Nee, bei Schadensmeldung, wenn du das aufmachst in dem Navi-Ding da. Dann siehst du ja deinen grauen Laster und umso röter er ist, umso mehr ist er ja defekt. Naja. Ja. Ja, meine. Alles grau. Noch. Ich hoffe, das bleibt noch eine Weile so. Ja, die Reifen nutzen sich ja immer ab, ne? Also ja. Irgendwann hast du eh 1%. Und wir, beziehungsweise ich möchte jetzt halt mal austesten, wie lange ich mit abgefahrenen Reifen fahren kann quasi. Ob er denn liegt. Wäre interessant, ob ein Reifenplatz simuliert wird. Genau. Das möchte ich damit rauskriegen. Das mache ich quasi auch. Wir fahren vorne geradeaus weiter Richtung München. Ja? Jawohl. In Nürnberg. Also nach links. Und das wird eine 40er, ne? Ja. War schon mal langsam Drossel. Hochquellen. Wie viel Pesa hast du in deinem Volvo? 760, glaube ich. Ach, und dann quälst du dich da hoch. Oder 750, den größten Motor drin. Was müsste dann der 750 sein? Ja. Ich könnte ja mal kurz gucken, wenn ich näher rankomme mit der Kamera. Ja, nimm da halt mal nicht mit, wa? Nee, wir haben bloß 580. Aber dafür V8. Na, ich komme nicht ran an die Kamera. Nee, ich habe keine Embleme drin. Das ist die Sache. Bei Volvo, glaube ich, an der Seite. Ja, aber war nichts zu sehen. Aber wieder ein Eiliger. Irgendwie, ich raff das mit dem Tempomat nicht. Manchmal denke ich, es ist an, weil es kurz die Geschwindigkeit halten wird und dann ist wieder aus. Du musst sonst mal die Taste I durchdrücken, dann siehst du in deinem Lenkrad-Display kommt dann irgendwann dieses Tempomat. Bei Volvo ist es Standard drin. Ja.
Nee. Echt? Also ja, ja. Mit ihr kann ich dahin. Dann hast du irgendwann dieses, wenn du dein Tempomat drin hast, bei wie viel kmh? Naja, das sehe ich. Da müsst halt dann die Zahl stehen, die du eingestellt hast. Normal habe ich immer an, wie viel Sprit ich verbrauche, weil ich ja ökologisch fahren will. Mit 42,8 Durchschnitt Liter pro 100. Warte gerade aus weiter, ne? Ja. Ich habe Durchschnitt 39,6. Ja, da wollte ich auch noch hin. Unter 40. Ich 39,1. Angeber, das ist nur, weil du beim Windschatten fährst, also. Ja, ihr wisst aber schon, dass das wirklich was mit einem Haufen bringt, gell? Was, Windschatten fahren? Ja. Also hier im Spiel weiß ich nicht, aber im Real Life auf jeden Fall. Ja, im Real Life bringt das was, wie viel? Das kann man bei den Myth-Dings da. Da hast du gerade nochmal gut die Kurve gekriegt, ne? Ja, hat es gerade wieder das Wort mit denen nehmen. Wir biegen hier vorne rechts ab. Abfahrt runter. Leibsch. Und da steht einer mitten auf der Straße. Lustig, wenn der weggeht und dann wieder einer spawnt. Der macht gerade Pause. Fahrzeit, warum? Ah, hupen kann er. Ist jetzt ein bisschen anwesend. Na, hier kommen wir mit 85 hoch, oder? Na klar. Den Berg hier, den habe ich. Ah, jetzt ist mein Dings wieder aus. Irgendwie. Also, sobald du eine Taste berührst, ne, zum Beschleunigen oder so, geht er wieder aus. Ja, eigentlich nur den. Ja, beim Beschleunigen geht's. Das ist kein Problem. Darfst du es nicht bremsen. Wenn du bremst, dann geht er wieder aus. Genau. Oder so. Da kommt aber ein Mob, wa? Wie viele Leute sind denn das? Ich glaube 3 waren es. Ich habe das ehrlich gesagt nicht so drauf geachtet. Ich habe bloß die Punkte gesehen, weil die alle so ineinander waren, deswegen. Ich habe mal ein bisschen beschleunigt auf 95, um mal wieder ranzukommen hier. 95? Wie schnell kannst du fahren? Ich kann hochdrehen, also das Schnellste, was wir hatten, war mal 170, ne? Was? Ja. Also bei mir was? Ist bei 100 manchmal bergab bis Ende. Habt ihr einen Hund? Ja. Dann hast du bestimmt in der Konsole das Häkchen bei 90 drin, dann ist ja gedrosselt. Drück mal, musst du einmal Tab drücken, rechte Maustaste und dann musst du mal da irgendwo bei General, wo ich war, runterscrollen. Ja, das irgendwas mit. Das kannst du bei der Fahrt machen, du kannst auch weiter lenken, alles. Also zumindest mit Lenkrad, ich weiß nicht, ob es mit Tastatur auch geht. Egal, ich will konzentriert bleiben. Ich muss die 0% halten. Aber wir fahren ja eh bis 85. Hey, der Holzbacker da drüben hat gearbeitet. So eine breite Autobahn und keiner ist da. Für manch einen kann die Autobahn nicht breit genug sein. Das stimmt. Weißt du noch, letztens dieser eine, das war glaube ich auch ein Scania, der uns mit dem Affenzahn überholt hat und 2 Kurven später lag er quer über der Autobahn. Ja. Oder auch schon. Okay, war gut. Wurden überholt und ein paar Kilometer weiter stand dahinter der Leitplanke. Wieder herrlich. Ich glaube, der hat kein Geld verdient. So, was sind wir denn? Bald an der A6, dann müssten wir. Ne, A5 zeigt er hier an. Oder? Nächste wäre jetzt Nürnberg. Ja, in München? Sind wir vorbeigerauscht, oder wie? Hat er mir so keine. Naja, da steht Nürnberg. Also nimm. Als Führer bist du eindeutig durchgefallen. Ja. Als Radarkontrolle. Aber bei 85 passiert nichts. In der Regel. Ja. Also du fährst irgendwo aus England, wo er schon bei 81 gleich blitzt. Ja, ich bin mal irgendwo rumgefahren, dann habe ich gebremst, damit ich keinen Blitzer krieg und dann ging es wieder bergab und dann war es zu spät. Ich hatte hier kommt eine ziemlich scharfe Kurve. Bremst auch ein bisschen. So ein S quasi.
In England bin ich langsam am Blitzer vorbei, bin am Blitzer vorbei, gebe Gas und werde dann nochmal geblitzt. War auch doof. Ich hoffe mal, dass meine Tastatur nicht zu laut ist. Oh, bisher ist es erträglich. Hab's ja nicht Man hört gehört. so nichts. Ja, für euch, aber in meinen anderen Let's Plays habe ich schon zeitweise, dass ich eben da war das recht laut. Oder meine Maus. So eine mechanische Tastatur? Was heißt mechanisch? Nein, nicht so ein uralt Ding. Eigentlich ist er recht leise. Von, ja, die beim PC dabei war. Ich möchte jetzt keine Werbung machen. Ich möchte auch keine Werbung machen, aber ich besitze hauptsächlich Logitech G-Serie. Ja, so viel. Ich auch richtig begeistert von, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Das ist mir den einen oder anderen Euro dann doch wert. Alles schon gut. Nürnberg geradeaus. Also auf der Mittelspur saß er, ja. Ja, ist schon gecovert. Da kommt doch einer die Autobahn hoch. Hoch. Endlich mal ein bisschen Ja. Bewegung hier. Der ist eh gleich wieder weg. Die meisten geben ja mal Vollgas. Also wollen wir Nürnberg aufdecken oder was? Oh, das ist meiner. Müssen wir die nächste Abfahrt runter. Achtung, der lässt uns nicht rein. Oder mich zumindest nicht. Na gut, Guck mal muss rüber, ja der auch ist nicht. ja noch Du hinter musst mir. ja links fahren. Ja, rechts. Ja, der fährt auf dem Standstreifen. Ja, wollten wir jetzt Nürnberg aufdecken oder und hat nicht? mich voll angeknallt, ey. Ja, wir Nürnberg aufdecken. Ich bin schon abgefahren, die Abfahrt. Alwied, ist das ein Das ist so Sack. ein Idiot. Der hinter mir hätte locker rüberziehen können zum Ja. Überholen, aber er bleibt rechts. Ja, und ist mir, hat mich halt geschnitten, ne, weil ich rübergezogen habe. Dann Platz gemacht für ihn und dann schneidet er mich. Das ist der Dank. Schaden davon getragen oder? Muss ich mal gucken. Jo, 1% Frachtschaden. Ah, der hat ja auch schon so einen verdächtigen Namen gehabt mit Eiherzwied quasi. Du meinst, der war nicht in Vollbesitz seiner Kräfte? Eventuell. Er ist bestimmt geflogen über der Autobahn. Ampel ist rot. Oh. Eigentlich Ach, können das wir ist jetzt schon schon wieder umdrehen, ärgerlich. oder? Wenn wir schon drin waren. Ey, das Fragezeichen noch mitnehmen. Oh, was macht der andere LKW da hinter euch? Der steht da so mitten auf der Straße. Er fährt. Ne, der ist gerade noch angefahren. Jetzt kommt er. Na, wieder vorbei oder nicht? Fahren wir bloß nicht ins Heck. Wir fahren geradeaus durch, oder? Ja, einfach nur geradeaus und dann über links oder was der Navi dann wieder sagt, ne? Oh, ihr fahrt. Gib Gas. Ja, wir fahren. Ich war gerade noch in der Map. Ja, Ja, der gibt mir Lichthupe. Ja, ich fahr doch. Jetzt musst du selber fahren, Junge. Immer diese Stresse. haben alle keine Zeit mehr heutzutage. Ja, und jetzt kommt er nicht vorwärts. Das ist wie im echten Leben. Erst Die hinten Farbe ist rot. rausfahren und wenn man Ist auch ein dann. Volvo-Händler. Ja. Boah. Er ist voll drüber, hä? Hat noch gebremst und dann. Nein, Jetzt geht gucke ich nicht, nochmal auf die Map. Brother. So, wir sind jetzt in Nürnberg. Ja, wir haben doch fast schon die Hälfte. Ah, ein bisschen weniger noch. Also Sollte laut man meinem denn. Navi sind es noch 1030 Kilometer bis zum Ziel. Ja, 1000, bisschen was.
Ich habe Berlin noch aktiviert. Dann geht los. Oh. Ja, aber ich vertraue meinem Navi schon nicht mehr. Wer weiß, wo der mich hinführen will. Entführen. Ja. Oder kommt uns einer geisterfahrermäßig entgegen? Ja, ich muss anhalten. Hab Orange. Vielleicht kommt er aus England. Ja. Der Arbeitsagentur. Wollen wir mal hier am Straßenrand warten? Die nächste Ampel ist eh rot hier gerade. Nö, ja. Hoffen wir mal, dass der hier auch fährt, weil der so komisch steht. Willst du links abbiegen, oder was? Ja. Okay, ja, dann fahrt einfach weiter, dann komme ich dann wieder von links dazu. Ich kann ja die erste links, wo ich fahre, kann ich durchfahren. Dann kommt ihr von rechts. Ich habe nämlich hier auch wieder rot. Ja, hier ohne Blinken. Also sag mal, mit drei Mann durch die Stadt ist echt schon schwer durch die Ampeln, ne? Ist auch wieder rot. Beinahe wäre ich da hinten reingemacht. Also wenn ihr jetzt wieder links fahrt, dann bin ich an der nächsten Kreuzung. Alles klar. Noch stehen wir an der roten Ampel. Ja, ich auch wieder. Ja, und dann gibt es halt überwiegend viele Spieler, die farbenblind sind. Die sehen das nicht, ob rot oder grün. Ich habe grün. Oh, wir auch. Ich warte am Straßenrand dann. Oh, ich sehe dich. Ja? Bei unserer Ampel ist gerade wieder rot geworden. Das Problem hier ist überall. Du musst da vorne, rechts abbiegen. Ja, ja, da ist Zaun überall. Ja, fahr einfach langsam weiter und dann. Ja, rote Ampel. Wie auch sonst. Wollte ich gerade zu meiner Kaffeetasse greifen, wird grün. Ja, ich glaube bei mir auch. Ja. Ah, ich warte an der Ampel, oder? Ah, hier kommt. Ja, wir sind da, wir sind direkt hinter dir. Dann guck ich mal, ob ich drüber ziehen kann. Ah, ob ich die noch krieg. Bei gelb fahre ich noch. Gelb? Jo. Okay. Wenn nicht, fährst du jetzt einfach vor bis zur Autobahn und dann. Ja. Da kann ich dann ja vorbeiziehen. Mit 170 an. Weil wir können es auch so machen, dass dann der letzte immer nach vorne fährt. Dann machen wir so drei rum quasi. Andere Sicht. Ja, genau. So machen wir das jetzt. Fährst du jetzt quasi einfach eine Weile vor und dann. Ja, du navigierst mich. Vorne rechts abbiege auf der Autobahn und dann. Ja. Du hast auch Leipzig, Mannheim, Leipzig, Berlin drauf, oder? Also ich habe meinen Weg wohl halt bei Rostock oben gesetzt, also wie gesagt, ich fahre jetzt dir hinterher. Okay. Ob wir noch ankommen? Die Frage ist nur, wann? Genau. Aber Zeit haben wir noch, wir haben noch 60 oder Stunden oder so haben wir noch. Ne, 38. 38 Stunden nur noch? Ja. Fahrzeit. Ne, Restzeit, 38. Oh, Scheiße. Aber was soll's, meine Fracht ist eh schon kaputt. Meine alten Autobatterien, oder was haben wir geladen? Gebrauchte Batterien. Wenn da kaputt Spur. Geht. So, Maximalgeschwindigkeit erreicht.
85. Ah, da kommen die Trucker an. So, laut meinem Navi müssten wir jetzt runterfahren. Ja, nach Mannheim. Richtung Mannheim. Mainz sagt geradeaus. Ach, siehst du, mit meinem Navi ist nicht Mannheim noch drin. Ja, schöne Aufnahmen hingekriegt. Mit Vogelperspektive. Ich kann mit diesen ganzen anderen Kameras nicht wirklich fahren. Ich fahre mal gerne mit dieser Edge, mit dieser TV-Ansicht, finde ich geil. Ja, ja, genau, die hatte ich gerade an. Taste 3. Es ging ja gerade geradeaus, da ging das schon. Nur schade ist, dass man hier im Multiplayer während der Fahrt keinen Screenshot machen kann. Ja. Soll ich ein bisschen Cooldown machen? Ja, ne, alles gut. Ich sehe euch zwar noch in der... Alles gut. Bin so ungefähr 5 LKW-Längen hinter dir. Jetzt läuft's gerade bergab. 95. 96. Blitzer. Bing! Mir geht's bergab mit 87. Und der Retarder piept. Ich hab einen Retarder aus. Erklär doch, warum du hier so an mir vorbei meterst. Ja, entschuldigen Sie bitte. Ich bin ohne Tempomat gefahren. Was haben wir hier? Radarkontrolle. Es kommt eine Baustelle. Wenn ihr wieder einen Berg hochfahrt. Ja, bin schon drin. Von 79. Fahr mal eine Weile 80, nimm, dann kannst du mich wieder überholen. Fahr ruhig weiter, sie können. Na gut. Hab ich beide mal drauf. Ich hab mal auf deine achten, ja. 81. Besser links, rechts, links, rechts. Zack, 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 zack. So? Genau. Oh, da vorne fällt auch einer in der Action-Kamera, wie er aussieht. Weil er so hin und her geht. Defi. Bisschen Alkohol am Steuer. Nein, nein, die können wir nicht machen. Kaffee drin. Keine Milch. Warum fahre ich jetzt schon wieder so schnell? Nee, aber du schlenkerst wie verrückt. Oh, Nachteil Tastatur, da hast du glaube ich dieses Feingefühl nicht, diese... Und dann drückst du drauf. Also ich finde, wenn du geübt bist damit schon, dann tippst du die Tasten immer in der Kurve nur kurz an. Boah, ist das denn nicht sehr ruckelig? Ja, es geht. Mittlere Spur dann. Jo. Ich bin auch schon mit Tastatur gefahren, ne? Auch schon größere Strecken eigentlich auch schon, aber... Ah, mit Lenkrad ist schon besser. Ich denke, wer ein Lenkrad hat, möchte es nicht missen. Richtig. Aber du kannst ja mal die nächstmögliche Haltestelle mal rausfahren, weil ich muss meinen Kaffeevorrat auffüllen. Ja, ich habe jetzt überlegt, ob wir in Leipzig zu Abend essen oder so. Oh, ladest du uns ein auf Döner oder was? Pizza hätte ich mehr Lust. Ach, Pizza. Oh, das klingt doch nach einem Plan. Machen wir in Leipzig Boxenstopp. Ich sage, Nimm schuldet mir ja auch noch Spaghetti Bolognese, aber... Nee, Spaghetti alla Mama. Nee, ja genau, haben wir jetzt vergessen in Italien, ich kaufe dir eine Dose. Ihr könnt ja gerne Spaghetti essen, beim Italiener, Pizza. Kommt eine an von hinten? Oh ja, relativ sehr schnell. Zügig. Ja, ich mache ja schon Platz, Junge. Ich bleibe auf meiner Spur, kann nicht. Sag mal, wir sind bei 85, ne? Also der hat doch 130 vielleicht oder 120. Ja. Jedenfalls schneller als wir. Und es macht mit dem LKW echt keinen Spaß, schnell zu fahren, ne? Einmal verlenkt, verbremst alleine reicht auch schon. Ich sehe Leipzig noch nicht auf der Karte, aber ich denke, das kommt demnächst, oder? Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich folge dir.
folge euch. Weil ich sehe es auf der Karte auch noch nicht. Ich habe gerade mal das Navi durchgeschalten. Zur höchstmöglichen Ansicht. Habe ich auch an. Kommt ein Rastplatz auf jeden Fall. Ja, aber da gibt's bloß. Ah, doch, ist eine Tanke ist dabei. Aber das müsste gleich kommen. Ja, toll, der ist so gerast und jetzt steht er hier. Und nicht genau deswegen, um zu tanken. Da links kommt eine Stadt. Was ist das? Ne, das kann nicht sein. Erfurt. Oh, Erfurt habe ich definitiv auch noch nicht aufgedeckt. Das ist, glaube ich, ein relativ weiter Umweg. Oder? Ja, ich glaube auch. Wir haben bloß noch 38 Stunden. Ja, und 14,5 Stunden Fahrzeit. Leipzig müssen wir geradeaus weiter. Jawohl. Hab schon rübergezogen. Ja, aber Leipzig kommt da oben auch gleich. Ich sehe schon ein Fragezeichen. Ist genauso weit wie nach Erfurt. Am besten noch auf 80 runterbremsen. Ich bin relativ nah bei dir dran. Ich sehe euch hinten im Rückspiegel. Bei mir hast du auch ein MD-Kennzeichen. Ich? Nee? Das, ja. Ach so. Dann bin ich ja beruhigt. Ich beschleunige mal wieder auf 85, war bei 81. Ah, ist spooky, ne? Wenn ich jetzt, wie gesagt, wenn ich rauszoome, dann habe ich italienisches Kennzeichen. Oh, das Hupen, ne? Ja, es war der andere. Ich habe von hinten kommt der Raser wieder. Deshalb musst du Radarstelle. Oh, hoffentlich, komm. Ja. Der wird geblitzt. Komm. Ja, boah, wie der da durchfährt. Der muss wird dem wahrscheinlich werden. Vollkommen egal sein. Aber der hat Cheat Engine an und ganz viel Geld auf Konto. So wie ich meinst, ne? Weil ich habe auch einen Cheat Engine Account, den zweiten. Oh, vorhin kommt wieder einer. Aber der hier ist ehrlich erspielt. Ja. Ja. Bei mir auch. Bei mir hat das Spiel das Geld drauf gemacht, nicht ich. Also ja. Wir nehmen die Abfahrt, oder? Ja. Schön die Fragezeichen und... Gerade hier sehr langsam unterwegs, soll das so? Ja, ich genieße gerade die Atmosphäre hier in Leipzig. Ja, schon Gas, Mann. Gleich dir quasi mit 70 hinterher? Ich war auch auf 70. Seid ihr schon runter? Ja. Ich sehe euch nicht mehr. Bin gleich wieder da. So, auf dem Radar sehe ich gebummelt. Noch. War noch als roten Punkt, aber beim nächsten Spielstand bist du auch grün. Bei mir ist er jetzt schon grün. Bei mir ist einer nicht. Grün und einer blau von euch. Sind denn beide Einladungen angenommen? Ja. Ja. So, Leipzig. Leipzig? Ja, denn. Erster Aufenthalt in Leipzig, jawohl, grüne Ampel. Kommt ihr? Ja, wir sind da. Drei LKW legen noch weg. Ah ja, da kommt ein grüner Punkt. DAF-Händler. Ah, jetzt hatte ich gerade die Überlegung. Also wir fahren nach links. Oh. Bisschen schnell okay. Entschieden, aber. Oh, mein Ampel ist rot. Treffen wir uns bei dem Hotel. Oh, oder? Bleib doch nicht einfach stehen. Jetzt ist Auto. Das ging nicht mehr vorwärts, sorry. Oh, mein Auto putt. 3% Schaden. Ich werde irre. Tut mir leid. Also ich verdiene nicht viel. Treffen wir uns beim Hotel oben oder was? Ja, beim Arbeitsamt würde ich sagen. Wo ist das Arbeitsamt? Links rum da vorne bei euch oder was? Sei mal links, ja. Genau. Okay. Tut mir leid. Du kriegst ein bisschen was von meinen Millionen.
Nicht so tragisch. Soll ich reinfahren oder wo wir machen? Also, ja, aber es ist recht eng da immer, oder? Ja, etwas. Wenn da kein Auto rumsteht, passen wir alle rein. Oh, nee, bleib draußen. Sag ich ja. Oder wir fahren zu Triad, das ist ja auch da um die Ecke. Ich fahr mal gerade rückwärts wieder raus. Ja, mach, noch ist rot. Was mache ich denn nicht klar? Ich ziehe in die falsche Richtung. Kommt einer? Ja, ich kann's fahren. Alles gut. Oder wir stehen uns auf dem Gehweg. Ja, ich glaube, das ist die beste Variante. Wenn ich das Park, das Parkverbot. Ah, dann geht das nicht. Aber hier ist ein bisschen Platz. Da ist die Einfahrt. Aber wir sind jetzt hinter dir. Ja, machen wir hier Snackpause. Also Kaffee aus Thermoskanne. Aus der Thermoskanne. Ich stehe gemütlich Da total steht auf dem sowieso Gehweg. einer quer auf der Auto, auf der Kreuzung. Du könntest stehen bleiben. Ja, reicht das für euch? Ja, nimm Pasta noch hinter, der steht dann schön. Hier vor dem Tor, aber die Firma ist eh zu. Ah, deswegen. Ich muss ein kleines Projektchen machen. So. Ich krieg leider keine schöne Kameraperspektive. Seid ihr alle drauf? Das sieht irgendwie Ja. nicht so aus. Doch, gesund und passt. Passt, kann stimmen dann. So, dann machen wir hier wieder mal ein kleines Päuschen. Wir holen uns Käffchen, das war nur aus der Thermoskanne. Schnacken eine Runde und dann geht's gleich weiter. Jawohl, bis Bis zum nächsten gleich. Mal. Tschüss. Ciao.